Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Drehstrom. Nun, das letzte Mal haben wir geschaut, was Drehstrom überhaupt ist. Ich habe da eine Skizze gemacht hier und das wollen wir uns jetzt noch mal kurz Revue passieren lassen, bevor wir auf den Computer wechseln und uns das ansehen. Also wir haben hier drei Wechselstromsysteme, haben wir gesagt. Diese drei Wechselstromsysteme haben alle die gleiche Spannung. Ich habe das hier nach unten eingezeichnet, hier so rüber und hier so rüber. Wie ist eigentlich egal, wie man das einzeichnet, wie 0 ist an und für sich. Also wir haben hier U1, U2 und U3. Alle sind 120 Grad Phasen verschoben. U2 ist 120 Grad hinter U1, U3 ist 120 Grad hinter U2. Und dann kommt schon wieder die nächste Welle vor U1. So schaut das aus. Und wenn ich da eine Last zwischen zwei Phasen schalte, ja, dann habe ich plötzlich mehr Spannung zur Verfügung, nämlich das U1-2 zwischen U1 und U2. Wie gesagt, wenn ich das da einzeichne, minus U2 und U1, mache ich da die Summe. Aber ich finde es auch hier. Ja. Und deswegen, weil das jetzt ein bisschen unübersichtlich ausschaut, werden wir jetzt auf den Computer wechseln und werden uns das anschauen. Ich habe ja gesagt, der Neutralleiterstrom und so weiter. Wir werden uns das am Computer ansehen, wie das aussieht mit den Sinusschwingungen. Okay? Also, schauen wir zum Computer wieder. Okay, haben wir also einen kleinen Blick auf unseren Computer. Ich habe hier ein schönes Excel-Sheet vorbereitet, eine schöne Tabellenkalkulation mit schönen Grafiken und so weiter. Schauen wir uns das an. Ich habe jetzt einmal eingezeichnet die Spannung U1. Ja? Also die ist sinusförmig, die Spannung U1, die fängt im Nullpunkt an. Deswegen liegen wir hier in der reellen Achse. Wir haben jetzt im Moment 0. Dieser Zeiger hier, das da drüben ist das Zeigerdiagramm, das ist das Zeitdiagramm, das geht jetzt so rauf. Ich habe das so gemacht, dass wir hier die üblichen 50 Hertz haben, wie wir sie in Österreich haben oder in Europa allgemein haben. 50 Hertz Wechselspannung mit 230 Volt. So sieht das aus. Und dann habe ich mir hinzugefügt einen Strom. Sehen wir uns an, wie der Strom I1 aussieht. Das ist der Strom im Zeigerdiagramm, ja, so sieht der halt aus. Und da drüben sehen wir uns hier auch die I1 von T an. Halt. Wir schauen Anwenden drücken. Der schaut halt so aus. Ja. Also wir sehen, der ist hier etwas nacheilend. Wir haben hier einen etwas nacheilenden Strom. Die Pfeile haben halt eine gewisse Länge und deswegen ist die Amplitude halt so groß. Gut. Das ist ein effektiver Zeiger, das ist der Amplitudenverlauf, der entsprechende. Das ist U1 und I1. Ja. So weit, so gut. Wechselstromsystem mit Phasenverschieben. Gut. Dann schauen wir uns U2 dazu an. Ja. U2 ist jetzt um 120 Grad weiter hinten. Ja. Wie sieht das als Sinuswelle aus, diese 120 Grad weiter hinten? So. Ja. Also wir sind jetzt da um eine Drittel Schwingung Zeit versetzt, ja, weil wir eben 120 Grad weiter hinten sind. Deswegen beginnen wir nicht hier, sondern beginnen hier praktisch mit der Schwingung. Wir haben halt eine entsprechende Verzögerung und das ist halt ein Drittel vor 20 Millisekunden, weil wir da mit 50 Hertz schwingen. Ja, also ein Drittel der Periodendauer sind wir zeitverzögert, genauso wie wir ein Drittel des vollen Winkels zeitverzögert sind. Ich habe jetzt im Moment hier eingestellt, dass wir überall die gleichen Widerstände haben. Okay? Also wir haben überall die gleichen Widerstände. Das heißt, wenn ich jetzt den I2 einblende, das schaut eigentlich genauso aus wie der I1. Ja? Nur ist er halt entsprechend hinter U2. Okay? Also I2 eingeblendet, zack, ja? Schaut schon so aus. Ja? Na, und jetzt schauen wir uns die dritte Spannung an, wenn wir so jetzt schon dabei sind. Da ist die dritte Spannung, ja, wieder 120 Grad Phasen verschoben, wieder ein Drittel und da sehen wir schon, aha, wenn die vorbei ist, jetzt hat das jetzt praktisch alles ausgefüllt. Ja. Schaut schon unübersichtlich aus. Schaut schon unübersichtlich aus. Aber wie gesagt, schauen wir uns auch noch den I3 an. Ich habe überall den gleichen Strom. Ja. Ich habe überall die gleiche Impedanz, in jeder Phase die gleiche Impedanz, deswegen sieht das so aus. Gut. Ja, das ist jetzt ein Drehstromsystem. Und wie sehen jetzt die Spannungen aus, die eben
zwischen den Phasen sind. Also da zum Beispiel, wenn ich hier U1 minus U2 rechne, ja, in diesem Punkt ist es relativ einfach, dann müsste ich ja da, was habe ich da, minus 281 Volt, müsste der oben sein auf plus 281 Volt und war das minus, minus, das wird dann immer größer. Ja. Schauen wir uns das an. Schauen wir uns das an, wie das ausschaut. Hier schauen wir jetzt den U1-2 Hilfe an. Der geht jetzt da von U2 zu U1. Natürlich ist das nicht so. Das ist ja nur die Länge und die Orientierung. Aber eigentlich fängt ja der Pfeil schon in der Mitte an. Gell? Also eigentlich schaut der Pfeil ja schon so aus. Ja? Also ich kann es ja hier konstruieren praktisch. Ja? Aber wenn ich ihn nachher mit dem Anfang in den Mittelpunkt verschiebe, sieht das so aus. Also theoretisch müsste er jetzt um 30 Grad praktisch vor dem U1 sein und wesentlich länger, ja, wesentlich mehr Amplitude. Schauen wir uns das an, wie das in der Sinuswelt aussieht, in der Zeitwelt. Aha, schau, der ist wirklich weiter vorne. Das Maximum von U1 ist da, das Maximum von U1-2 ist weiter vorne. Wir haben 30 Grad dazwischen und er ist tatsächlich wesentlich größer. Tatsächlich wesentlich größer. Picken wir uns ein paar Punkte heraus. Also wie gesagt, hier minus dem müsste man da oben sein. Und tatsächlich, wir sind da oben. Und das, wo das 0 durchgeht, ja, wo U2 durch 0 geht, müsste ich ja genau durch U1 schneiden, das ist da. Ja, tatsächlich ist das so. Das ist also die dunkelblaue, dünne Linie, ist die Differenz zwischen der durchgezogenen hellblauen Linie und der strichlierten hellblauen Linie. Minus der strichlierten hellblauen Linie, dann kommt genau das raus. Kommt wieder Sinuswelle raus und die ist halt entsprechend größer. Cool, ha? Ja, und wenn ich dann die anderen Sachen auch noch einblende, also jetzt da zum Beispiel den U2-3, der von hier nach hier geht, und den verschiebe ich jetzt auch wieder hier hinein, ja? Na dann, wie schaut das da aus? U2-3 anwenden, so. Ja? Jetzt blende ich den nächsten an, dass wir mal in voller Pracht erleben können. Ja. Der Pfeil wird hierher verschoben. Wie sieht das hier aus? Bist du Arsch, das sind viele Linien. Das sind viele, viele Linien. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Das ist ja, ja. Also ich weiß nicht, das ist sogar das Zeigerdiagramm, obwohl ich diese Hilfelinien, wenn ich die jetzt auch noch ausschalte wieder, D3, braucht kein Mensch, ja, sind sie weg. Schaut, das schaut ja viel übersichtlich aus. Und wir haben ja da schon geglaubt, hier, das ist ja da unübersichtlich. Ja? Aber das ist ein Wirrwarr an Sinuslinien, ein Wahnsinn. Also so schaut Drehstrom aus. Ja? Ich kann entweder die blauen, die hellblauen Spannungen verwenden oder die dunkelblauen Spannungen, hellblaue Spannungen, Phasenspannungen, dunkelblaue Spannungen, verkettete Spannungen. Ja, und dann stellen sie ein entsprechender Strom ein. Aber jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das ist, wenn ich nur die hellblauen Linien verwende. Also ich blende jetzt die dunkelblauen Blendes wieder aus. Dafür blende ich mir den Neutralleiterstrom ein. Also wir verwenden jetzt nur praktisch die Phasenspannungen und wir sagen, der Neutralleiter ist angeschlossen und wir sehen den Neutralleiterstrom, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, aber da ist eine rote, dünne Linie, der ist 0, weil sich in jedem Punkt diese drei roten Sinuswellen heben sich alle gegenseitig auf. Jetzt werde ich in einer Phase mal etwas anderes zaubern. Ja, jetzt werde ich hier in einer Phase, nehmen wir da einen anderen Imaginärteil in der ersten Phase, dann sehen wir, aha, der Phasenwinkel hat sich geändert, logischerweise. Ja. Wir sehen auch, weil der Widerstand, ich habe jetzt statt 150 Ohm, 250 Ohm, weil der Widerstand in Summe größer geworden ist, ist der U1 jetzt nicht mehr so groß wie U2 und U3. I1 nicht mehr so groß wie I2 und I3. Ja. Und jetzt kann sich das natürlich nicht mehr ausgehen mit unserer Überlegung, mit unserer Überlappung. Und hier sehen wir, tatsächlich stellt sich ein Neutralleiterstrom ein, der wieder sinusförmig ist, wieder 50 Hertz hat. Und der ist halt jetzt gibt es halt eine gewisse Differenz. Und das kann ich natürlich auch, wenn ich in die andere Richtung gehe und ein bisschen größer werde, schau, ja, statt 150 oder ich sage über
Da ist überhaupt nur, jetzt bin ich in Phase. Ja, schau, so sieht das aus. Und auch hier im Zeigerdiagramm sehen wir, wie dieser Neutralleiterstrom entsteht. Indem ich einfach das, das, wenn ich da rühm und das zusammenzähle, sind wir hier. Ja, also wir sind hier etwas vor U1 praktisch. Ja, und das stimmt ja. Ja, so sieht das aus. Ja, also so bildet sich der Neutralleiterstrom daraus. Wenn wir praktisch eine sogenannte Sternschaltung mit Mittelpunktverbindung mit Neutralleiter verwenden, dann sieht das tatsächlich so aus. Ja. Das ist wieder symmetrisch. Ja. Also, so sehen diese Sinusse und so weiter aus. Ja. Das nächste Mal schauen wir uns ein bisschen was genauer an, ja, von unserem Drehstrom. Ja. Aber jetzt wissen wir mal ganz genau, was das ist, Drehstrom, und wie das aussieht. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.